Kapitel 24. Zwei Monate vor dem Fall. Ströme flüssiger grüner Lava ergossen sich über zerschmetterte Basaltfelsen. Die Luft brannte von Hitze und Teufelsmagie. Sie kribbelte auf Illidans Haut, füllte mit jedem Atemzug seine Lungen. Er schaute sich um und bemerkte, dass auf jedem Steinbrocken, jedem Felsvorsprung, jedem Steinsplitter, der in den Himmel ragte, ein Dämonenjäger Wache stand. Sie hatten die Wachen der Legion vertrieben, aber es bestand durchaus die Möglichkeit, dass das Ritual, das er gleich vollführen würde, die Aufmerksamkeit der Anführer der Dämonen erregte. Während er sich in seinem Trancezustand befand, war er verletzbar und außerstande zu kämpfen oder zu fliehen. Er ging ein enormes Risiko ein, aber es war eines, das er in Kauf nehmen musste. Wenn einer seiner Anhänger sich als Verräter erwies oder auch nur als übertrieben ehrgeizig, würde sein Leben enden. Der Thron von Kil'jaeden. Der Name selbst besaß Macht und erzeugte eine Resonanz zwischen dem Dämonenlord und diesem Ort. Überall flossen gewaltige magische Energien. Gul'dan hatte den Berg als Ort des Rituals benutzt, das der Ork-Clan vor dem Ersten Krieg gebunden hatte, in den Dienst der brennenden Legion zu treten. Gul'dans absorbierte Erinnerungen sagten Illidan jetzt, dass dies der richtige Ort war, um seinen Zauber zu weben. Hier befand sich eine große Schwachstelle im Gewebe des Universums, die mit dem Versteck des Betrügers Kil'jaeden selbst in Verbindung stand. In dieser Nacht würde der Strom der Energien aus dem wirbelnden Nether stärker sein als seit vielen Jahren. Er ging zum Rand des großen Musters, das er in Lettern aus Feuer auf dem schwarzen Stein geschrieben hatte. Er sprach die Worte der Beschwörung, ein sich ständig wiederholender Gesang, der Kräfte band, die er mit einem bloßen Bruchteil seines Geistes festhalten konnte. Um ihn herum wandten sich monströse Energien, die darauf warteten, entfesselt zu werden. Es hatte Wochen gedauert, diesen Zauberspruch zu formen. Er konnte nur an genau diesem Ort gesprochen werden, zu genau dieser Stunde, wenn alle Zeichen richtig standen. Er starrte in die dunklen Wolken am flammenden Himmel. Ein gewaltiger Lavaschwall schoss aus den gefolterten Tiefen der Erde, wie Dämonenblut, das aus einer titanischen Wunde strömte. Er nahm die Scheibe heraus, die er auf Nathresa an sich genommen hatte, und konzentrierte seine ganze Wahrnehmungskraft darauf. Der psychische Gestank der Dämonenlords der brennenden Legion haftete der Scheibe immer noch an. Als er sie mit einer eigenartigen Sehkraft genau inspizierte, konnte er sie vor sich sehen. Sargeras, trostlos, kompromisslos, ein gefallener Titan, der Elend und Verzweiflung verströmte. Archimond, ein wahnsinniger Warlord, der von Wut und Zorn verzehrt wurde. Sargeras Faust, Kil'jaeden, der Ränkeschmied, so geschickt darin, so viele zu verderben. Wer war Illidan, dass er es mit solchen Gestalten wie diesem schrecklichen Trio aufnahm? Er berührte das Siegel des Argus und fuhr mit den Krallen über die eingekerbten Runen, bis das kühle Metall quietschte. Es war seltsam, dass es so kalt blieb, selbst hier inmitten all des Feuers und des Zorns. Er ging am Rand des Zauberkreises entlang, den er erschaffen hatte, überprüfte die Schutzzauber und stellte sicher, dass die Energie einwandfrei hindurchfloss, dass ihm keine Fehler unterlaufen waren. Jetzt war nicht der Zeitpunkt für Irrtümer. Er verschwendete Zeit und das war eine Torheit. Wenn er zu lange wartete, würde sich das Fenster, innerhalb dessen der Zauber gewirkt werden konnte, schließen. Ein weiteres würde sich erst in etlichen Monaten öffnen. Er sollte beginnen. Und doch konnte er sich nicht dazu überwinden, jetzt schon den letzten Schritt zu tun. Schon bald würde er, wenn die Dinge seinem Plan gemäß verliefen, jene betrachten, die Macht hatten, ihn vollends zu vernichten, und er würde sich ihnen allein stellen. So süß war es nicht gewesen, dieses Leben, und doch stellte er fest, dass es ihm jetzt, da ihm die Stunde schlug, immer noch widerstrebte, es zu verlassen. Er schlich am Rand des Kreises entlang und prüfte ihn mit winzigen Spuren magischer Energie. Ner'zhuls Schicksal war eine Warnung. Der Schamane hatte sich gegen seine Dämonenmeister gewandt und den ultimativen Preis für seinen Verrat gezahlt. Es gab Zeiten,
da Illidan sich fragte, ob er das Gleiche tun würde, ob dies für die Dämonenlords nur ein Spiel war, eins, in dem sie alle Chancen auf ihrer Seite hatten und sich daran ergötzten, ihren Gegner bei deren insektenhaften Anstrengungen zuzuschauen. Er sog die Luft ein und bemerkte den Schwefelgeruch der grünen Lava. Es war, als atmete er den Rauch eines großen Infernos ein. Es kribbelte und brannte in den Lungen. Die Zeit lief ab. In dem Augenblick sprach er die letzten Worte des Zaubers und entfesselte die Flutwelle der Macht, bevor er sich Einhalt gebieten oder die Entscheidung bereuen konnte. Sie riss seinen Geist aus seinem Körper und ließ ihn kopfüber in den wirbelnden Nether stürzen. Der Weg öffnete sich vor ihm. Er hatte das Gefühl, als falle er in die mit Runen bedeckte Scheibe hinein, aber er wusste, dass das eine Illusion war. Ein Konstrukt, das seinen Geist erschaffen hatte, um ihm ein gewisses Verständnis für das zu geben, was hier vor sich ging. Dies war ein Gehirn, das in natürlicher Realität geboren war. Letztlich nicht möglich, aber sein Geist würde sein Bestes tun, ihm ein Bezugssystem zu bieten, mit dem er arbeiten konnte. Sein Geist tauchte in den wirbelnden Nether ein und spähte auf Argus hinab. Die Welt schwebte am Abgrund zwischen den wirbelnden Nether und dem physikalischen Universum, gesättigt mit den Teufelsenergien der brennenden Legion. Er stürzte kopfüber auf die Welt zu. Früher einmal musste sie wunderschön gewesen sein. Ein Ort kristalliner Berge und schimmernder Meere. Jetzt war sie kalt und grausam. Dunkelheit brütete über dem Ort ebenso wie ein Gefühl von Verderbnis und Verlust. Das Siegel posierte in seinen Krallen. Es war nicht länger die reale Scheibe, sondern ein Abbild dieser Scheibe, erschaffen aus den magischen Energien seines Zaubers. Und sie zog ihn zu dem hinunter, wonach er suchte. Der Sog war fast unwiderstehlich, und doch kämpfte er dagegen an, studierte den Himmel und vermerkte die Position von einzelnen Sternen und Sternbildern, verankerte sie in seinem Geist. Verzweifelt hielt er Ausschau nach vertrauten Zeichen am Himmel, in dem Wissen, dass er sie nutzen konnte, um seine Position im Kosmos zu bestimmen. Er hielt außerdem nach magischen Energiewogen Ausschau, den gleißenden Strömungen, die aus dem wirbelnden Nether flossen. War dies wirklich der Ort, nach dem er suchte? Er umkreiste ihn schnell, sichtete, hielt Ausschau nach Zeichen und kämpfte die ganze Zeit über noch immer gegen den Sog des Zaubers an, den er erschaffen hatte. Einmal mehr spürte er die kalte, emotionslose Distanz seines Körpers. Ein Kribbeln von Paranoia kitzelte seinen im magische geschulten Sinne. Einen Moment lang glaubte er, eine Präsenz zu fühlen, die ihn beobachtete. Er schaute sich um, fand aber nichts. Ein Gedanke kam ihm. Wenn er Kil'jaeden durch diese Verbindung spüren konnte, war es dann nicht auch möglich, dass der Dämonenlord ihn spüren konnte? Er hatte seinen Zauber auf eine Weise erschaffen, dass es keinem Zauberer möglich sein sollte, ihn aufzuspüren. Aber was wusste er denn wirklich über die Fähigkeiten des Betrügers? Es hatte keinen Sinn, sich jetzt darüber Sorgen zu machen. Er hatte sich entschieden und es gab nun keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Er ließ seinen Geist hinabtauchen, über die gezackten Kristallinberge, sah die Verderbnis, die in ihn gärte und sie zerfallen ließ. Er beobachtete Staubteufel, geboren aus dem pulverisierten Edelstein, die sich in der Luft erhoben und sich kreischend in gezackten Felsschluchten stürzten. Licht schimmerte und tanzte, während es ringsumher gebrochen wurde. Vor ihm lag eine Stadt, die über Felsspalten aus zerbrochenen Kristall aufragte. In ihr wartete viele Wesenheiten, die allesamt imstande waren, seine Seele zu vernichten. Illidan verspürte einen Aufbranden von Energie, als seine Seele die Grenze der Stadt überquerte. Auch sie musste einst schön gewesen sein, angelegt nach komplexen geomantischen Regeln. Ihre gewölbten Bauten erinnerten ihn an die drenaischen Gebäude der Scherbenwelt, nur dass diese hier viel kunstvoller und prächtiger waren. Die Stadthallen der Scherbenwelt waren Hütten im Vergleich zu den fantastischen Bauten, an denen er jetzt vorbeikam. Dies waren gewaltige Maschinen, um Magie zu bündeln. Nach allem, was er bisher hatte entdecken können, hatten sie einst Frieden, Harmonie und Gesundheit für eine ganze Welt geschaffen. Jetzt schufen sie eine Wolke aus Furcht und Verzweiflung, für Illidan durch seine Spektralsicht erkennbar. Im Zentrum der großen Stadt schob sich eine mächtige,
erhob sich ein mächtiger Palast. Darin lauerte eine gewaltige, geheimnisvolle Präsenz, die umgeben war von solchen, die nur geringfügig weniger monströs waren. Hierher wurde Illidan von der Scheibe gezogen. Sein Geist schoss mit der Geschwindigkeit von Gedanken durch die Straßen. Er versuchte, langsamer zu werden, die Sache unter Kontrolle zu bekommen, sich daran zu hindern, zu rasch angezogen zu werden. Er zwang sich, an den Mauern des Palastes anzuhalten. Er spürte eine weitere Präsenz. Irgendetwas lauerte ganz in der Nähe und beobachtete ihn genau. Er streckte all seine Sinne so weit wie möglich aus. Dort war irgendetwas, aber er konnte es nicht recht ausmachen. Es war genauso gut abgeschirmt wie er selbst. Ein Wachtposten oder etwas anderes? Er zwang sich zu beobachten und zu warten, aber nichts geschah. Zeit, sich zu bewegen. Er schlüpfte durch die Kristallkorridore vorbei an Runen, die bösartig leuchteten. Es war, als wäre der Kern aller Zauber, die einst in der Stadt und in der Welt Licht und Harmonie verbreitet hatten, umgeschrieben worden, um das Gegenteil zu erschaffen. Als er die Runen näher betrachtete, erfüllten Zorn und Verzweiflung seinen Geist. Trotz seiner Abschirmung wirkten die Zauber auf ihn und bescherten ihm Eroberungsfantasien, eine Lust auf Herrschaft und Zerstörung, eine Wut, alle Dinge zu beenden. Hier stand in Runen aus Feuer geschrieben das Glaubensbekenntnis der brennenden Legion. Er betrachtete das Abbild des Siegels. Dies würde der Anker für das Tor zwischen der Scherbenwelt und Argus sein. Er beschwor die letzte Phase des Zaubers herauf. Die Scheibe pulsierte in seiner Hand, während sie die Energien um ihn herum absorbierte und die Verbindung stärkte, die sie bereits mit diesem Ort hatte. Sobald sie fertig war, würde er nicht länger ein Portal vom Thron Kiljens aus öffnen müssen. Stattdessen konnte er die Verbindung nutzen, die hier mit dem Siegel aufgebaut wurde. Dunkle Energien durchdrangen seine Astralgestalt. Schwere floss durch ihn hindurch. Sein Geist gerann, nahm eine zähflüssige, fassbare Beschaffenheit an, die aus der Macht um ihn herum geboren wurde. Er näherte sich dem Innersten dieses dunklen Labyrinths und spürte immer deutlicher die Aura des Betrügers. Illidans Bewegungen wurden langsamer. Seine Astralgestalt schwebte immer tiefer hinunter. Trotz all seiner Vorsichtsmaßnahmen hatte er sich im Netz irgendeiner schrecklichen Energie verfangen. Das Labyrinth der Zauber um ihn herum verband dessen bösartige Energien mit seinem Geist. Die Präsenz, die er zuvor verspürt hatte, kehrte zurück. Er drehte sich und versuchte, sie aufzuspüren, vermochte es jedoch nicht. Er fluchte. Die Präsenz hatte ihn gefangen und jetzt schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bevor sein abgetrennter Geist in die Präsenz des Betrügers hineingezogen und versklavt oder vernichtet wurde. Verzweifelt kämpfte er gegen den Zauber an. Er streifte etwas von magischem Plasma ab, gewann ein Gefühl von Schwerelosigkeit zurück, aber noch immer driftete er weiter auf den gewaltigen Thronsaal zu, in dem Kiljeden umgeben von seinem Hofstaat aus Dämonen saß. Der Eredar-Fürst ragte gigantisch auf, ganz rot und brennend. Die gewaltigen, fledermausähnlichen Flügel an seinem Rücken schienen bis zur Decke zu reichen. Riesige bernsteinfarbene Lichter flammten auf seinen stachelbesetzten Schulterpanzern. Feurige Augen beherrschten das Gesicht des mutierten Drenei. Eine Aura ehrfurchtgebietender, donnernder Macht haftete ihm an. Es gab keinen Zweifel. Illidan hatte den Weg hinein in den Palast Kiljedens auf der verlorenen Welt von Argus gefunden. Unglücklicherweise richtete sich der brennende Blick nun auf die Stelle, an der er sich befand. Ein verzerrtes Lächeln glitt über das monströse Gesicht. Gewaltige Nasenflügel bebten, als witterte sie die geistige Fährte einer Beute. Illidan spürte wieder die andere beobachtende Präsenz. Sie umhüllte ihn. Er wehrte sich dagegen, aber er konnte sie nicht abschütteln, selbst als Kiljens Blicke ihn gänzlich erfassten. Die Augen des Betrügers ruhten auf ihm, durchdrungen von der Drohung, ihn zu zerstören. Dann wandte er den Blick ab. Etwas hatte ihn von Illidan abgelenkt und er brauchte einen Moment, um zu begreifen, was es war. Die Präsenz, die ihn umhüllte, drängte ihn nun über den Rand aus dem Thronsaal hinaus. Er bekam eine Ahnung von ihr, nur für einen Moment. Es war ein Ding aus Licht, so hell, dass es fast wehtat, es zu betrachten. Als er sich ihrer bewusst wurde, hörte er ein gewaltiges, zorniges Brüllen aus dem Inneren des Thronsaals von Kiljeden, als würde auch der Eredar-Fürst sie spüren. Die Fesseln des Ektoplasmas, die ihn gebunden hatten, fielen von ihm ab.
Hebe dich hinfort von diesem Ort. Du kannst hier nicht überleben. Nicht jetzt. Die Stimme erklang in seinem Kopf und war dann fort. Der Translokationszauber drohte ihn zurück zum Thron von Kil'jaeden zu reißen. Illidans Geist landete krachend wieder in seiner physischen Gestalt. Er fing sich, bevor er fallen konnte, und begriff, dass er nur für einen Herzschlag aus dieser Welt fort gewesen war. Selbst wenn er sich im wirbelnden Nether wie eine Ewigkeit angefühlt hatte. Das Siegel des Argus flammte dunkelrot in seinen Händen. Er hatte es geschafft. Er hatte überlebt und er hatte herausgefunden, was er wissen musste. Er hatte die Präsenz Kil'jaedens auf Argus bestätigt. Er hatte das schlagende Herz der brennenden Legion entdeckt. Und er hatte noch etwas anderes. Er hatte noch etwas entdeckt. Ein Wesen, das ihm geholfen hatte zu fliehen, als schon alles verloren schien. Er dachte an das Licht, das er darin wahrgenommen hatte und begriff, dass er dem Ding nicht traute. Kil'jaeden war nicht umsonst als der Betrüger bekannt. Vielleicht war das alles Teil einer riesigen und kunstvoll angelegten Falle.